So. Ja. Der Wolfgang wird kalt. Nancy ist immer sehr aufgeregt, deswegen, das war gerade der Herzschlag. Gar nicht. So. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, da oben sehe ich schon am Dach jemanden. Hallihallo. Der eine oder andere ist noch wahrscheinlich unter der Dusche. Der andere sitzt an den Nachrichten. Einen wunderschönen guten Abend. Die Mülltonne wird auch schon rausgebracht. Ja, wir sind heute hierher gekommen. Die einen oder anderen werden sich vielleicht wundern. Wir haben einen ganz lieben Freund, das ist der Mann vorne in der Kamera, Regie, nämlich unser lieber Gregor, der, wir haben uns unterhalten und haben gesagt, wir machen momentan eine Aktion. Das heißt, möchten Menschen ein klein bisschen Freude bringen. Und das wollen wir natürlich mit unserer Musik machen. Und jeder kann sich denken, die Musiker sind jetzt arbeitslos. Aber dann macht die ganze Sache auch einen Sinn. Wir kommen und machen das sehr gerne kostenlos für euch. Das heißt, wir stellen uns einfach hier hin, singen ein paar Lieder und so ziemlich genau nach einer halben Stunde sind wir dann auch wieder weg. Wunderschönen guten Tag. Oh ja, pass auf, nimm mal das da weg, dann können die sich da, kannst du ruhig da hinschieben. Alles gut? So. Ja, das Zweite, das ist normalerweise die Bank für die Oma, ne? Ah nein, für die Kinder. So, okay, die Kleinen können sich setzen. Hallo, grüß dich. Schmeckt das, der Keks schmeckt, ne? Das ist toll, ja. Ja, und deswegen haben wir uns gesagt, wollen wir dem Gregor eine kleine Freude machen und natürlich seiner Nachbarschaft, und das seid ihr, die vielleicht hoffentlich noch, wenn sie es hören, rauskommen. Würden wir uns sehr freuen, euch einen Moment zu schenken, nämlich die nächsten etwa 25 bis 30 Minuten. Und wer Lust hat mitzusingen, der darf das auch. Wir fangen einfach mal an mit einem Lied, wo man mitsingen kann, wenn man das möchte, in unserem Fädel. Wie soll das nur begehen, was blieb denn Glück noch stehen? Die Hüsche und Jasse, die Stücke mit Klappe, ist das vorbei? Ja, wunderschönen guten Abend. Wirtschaft und der Stunde Männer an der Tee, die Frauen sitzen beim Schätzchen zusammen, ist das vorbei. So, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mitsingen, wenn es denn einfach heißt, war doch passiert, dann rede ich doch klar. Das Schönste, was wir haben, schon all die lange Jahre, ist unser Fädel. Denn hey, hält mal zusammen, egal was passiert. In unserem Fädel. Die Spinnen mit dem Gras und fällt uns einer ob der Nas. Die Bühne und Schramme, die fliegt man zusammen, dann ist es vorbei. War doch passiert, das eine ist doch klar. Das Schönste, was wir haben, schon all die lange Jahre, ist unser Fädel. Denn hey, hält man zusammen, egal was passiert. In unserem Fädel, das ist doch klar. Schönste, was wir haben, schon all die lange Jahre, ist unser Fädel. Denn hier hält man zusammen, egal was du
Dankeschön. Ja, vielen Dank. Danke sehr. Dankeschön. Ja, schön, dass ihr in den Fenstern und in den Balkonen seid. Wie gesagt, wir wollen euch jetzt für die nächsten, wie ich gerade schon sagte, 25 bis 30 Minuten etwa ein bisschen Freude bringen. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten jetzt als nächstes einen Titel machen, den haben wir vor einigen Tagen selber geschrieben zu einer bekannten Melodie. Aber uns kommt es da auf den Text an und wir haben da einen ganz besonderen Text gemacht, nämlich, dass man mal drüber nachdenken soll, auf was man jetzt alles so verzichtet, was, auf was wir heutzutage alles so auch vermissen. Ne? Du vermisst bestimmt die Oma, ne? Ja, ne? Ganz bestimmt. Ja, und wenn man eine Oma vermisst, dann weiß man das heute oder in der Zeit danach wahrscheinlich dann erst richtig zu schätzen, wenn man die Oma wieder besuchen darf, ne? Und die Oma kommt zu dir. Ja, und bei uns ist es ja nicht anders, ne? Wir haben viele liebe Freunde, und die, zu denen man jetzt nicht gehen darf. Und deswegen hört euch mal den Text an. Wir beide haben ihn für euch geschrieben, um euch ein bisschen Hoffnung zu machen und einfach mal drüber nachzudenken, wie man die Zeit nach dieser Zeit einfach nutzen kann, vor allen Dingen mehr nutzen kann und besser. Wirkt alles still und grau. Alle sind zu Hause und das hat seinen Sinn. Gemeinsam ändern wir die Welt, warten auf den Neubeginn. Spürst du heute Nacht die Liebe auf? Und die Zeit wird irgendwann vorüber sein. Und dann können wir uns wieder in die Arme nehmen und dann haben wir den Corona hoffentlich bald hinter uns. Und deswegen verliert nie den Mut, sondern schaut immer nach vorne. Doch der Tag wird kommen, die Zeit steht nicht mehr still. Das Leben, wie es vorher war, erhält jetzt mehr. Denn alles, was wir lieben, war lange Zeit verloren. Doch nun, wo sich die Welt erholt, wird das Leben neu geboren. Spürst du heute Nacht die Liebe auf? Und Leid, es liegt in uns.
Zeit. Dankeschön. Ja, wir werden diese Zeit überstehen, mit Sicherheit, sage ich jetzt mal. Vielen, vielen Dank. Und das ist schön so, denn wie gesagt, jedes Ende ist ja auch ein neuer Anfang. Und damit, das wollen wir genau in diesem Lied damit sagen. Also denkt einfach mal drüber nach. Vielleicht denkt ihr auch heute Abend zu später Stunde, wenn ihr nochmal durchs Fenster schaut oder auf die Balkone kommt, schaut zum Himmel hoch. Momentan haben wir unheimlich klare Luft. Und das liegt daran, wie gesagt, weil ja viel weniger Flugzeuge fliegen und so weiter und so fort. Und wenn man heute Abend hochguckt, ich bin davon überzeugt, dann werden wir die Stähne über Kölle, Danzesin oder hier über Hürth, über Brühl, überall werden die Stähne über euch tanzen. Und das machen wir jetzt mit euch, wenn ihr möchtet. Zusammen singen, Stähne. Die ganze Welt hab ich gesehen. Ich wollte nur weg, weg, woanders hin. Ich war jung, ist lange her, ich weiß. Hab mich geschämt. Ich wollte wohin, et mir gefällt. Eine Kunde, dann bin ich nicht. Wusstestens nicht, was mich zu dir, doch mein Sehnsucht war näher dran. Ich schlüpf, ich fange von Türe an. Und wenn ihr wollt, singen wir zusammen, wir fangen mit euch an. Wenn ein Kind des Stehnen tanze, Mensche Jod, Jod und Mensche Kummer, Mensche Kummer. Ein Stück vom Herz blieb für immer hin. Doch das merkst du, ich peu à peu. Eine Kummer bist du jetzt dann, wenn Ding hätt. Doch für mich, ja, da will es sie. Ich pack ihn und guck zurück, wenn am Himmel die Sterne tanzen. Glockenspiel,
kriege Gänsehaut. Sensationell. Ihr seid spitze. Dankeschön für diesen Moment. Okay, nochmal zusammen. Wenn am Himmel die Sterne tanzen und der Bitte auf den Mindestabstand achten, aber ich sehe, ihr macht das ganz hervorragend, also auch hier wunderbar. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich der Sinn und Zweck, warum wir das machen. Für genau für diesen Moment, wo wir alle vielleicht zusammenstehen an den Fenstern, an den Balkonen und der ein oder andere, der vielleicht irgendwo anders wohnt, ist jetzt mittlerweile dabei gekommen. Wir wollen keine Versammlung, aber wie gesagt, es ist schön, dass ihr alle da seid und das ist ein Moment und wir hoffen, ihr haltet ihn ein bisschen in Erinnerung und deswegen singt die Nancy jetzt für uns One Moment in Time, ein Titel von Whitney Houston. Viel Spaß dabei. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to chase the sweet. Yeah.
Vielen Dank. Ja, das ist euer Moment und wir hoffen, wie gesagt, dass euch dieser Moment in Erinnerung bleibt. Und jetzt würden wir vielleicht mal fragen, wenn der eine oder andere vielleicht ein Handy hat und eine Lampe anmachen kann. Weil der nächste Titel, den haben wir im Internet gehört und haben direkt gesagt, den wollen wir in die Welt hinaus singen. Ein Titel, der so wunderschön ist, nämlich genau das, der gibt Hoffnung, der zeigt eigentlich, dass die Menschen doch einander verstehen und dass man jetzt gerade in der schwierigen Zeit zusammenrutscht und an den Fenstern steht. Und viele machen das abends um 9 Uhr klatschen für die, die in den Krankenhäusern eine Menge zu tun haben, ob das Polizei ist. Alle, die gerade diese notwendigen Arbeiten machen, wir sitzen vielleicht zu Hause, aber wie gesagt, dafür wird geklatscht. Und genau das sagt dieser Titel aus und heißt einfach überall Musik. Etwas länger her, die Straßen sind verlassen, sie sind menschenleer, das Mondlicht spiegelt sich bequem auf dem Asphalt. Die Welt versinkt im Tiefschlaf, die Ohren stehen still, alles ist so anders, genau wie das Gefühl, unser Herz schmerzt, das ist alles, was um die Häuser schallt. Man überall Musik, aus allen Fenstern, allen Türen Musik. Man kann tausend Stimmen hören, weil wir mit all den Liedern uns selber nicht verlieren. Oh, überall Musik, aus allen Fenstern, allen Türen Musik. Man kann das Leben lachen hören, weil wir mit jedem Atemzug jede dieser Stimmen hat auch ein Gesicht. Das eine steht im Schatten, das andere sucht das Licht. Millionen von Geschichten bleiben unersehnt. Vielleicht gibt es die Erde von heute so nicht mehr. Doch was davon soll bleiben, das entscheiden. Aber dann hört man überall Musik, aus allen Fenstern, allen Türen Musik. Man kann tausend Stimmen hören, weil wir mit all den Liedern uns selber nicht verlieren. Oh, überall Musik, aus allen Fenstern, allen Türen Musik. Dank für den Applaus, Musik wird immer bleiben, auch wenn sich alles ändert, wir werden neue Lieder schreiben. Überall Musik, aus allen Fenstern, alle Türen Musik, man kann tausend Stimmen hören, weil wir mit den Liedern und selber nicht verlieren. Überall Musik, aus allen Fenstern, alle Türen Musik. Man kann das Leben lachen hören, weil wir mit jedem Atemzug neue Hoffnung spüren. Weil wir mit jedem Atemzug wieder neu spüren. Dankeschön. Vielen Dank. Ach, herrlich, einfach nur herrlich. Ich habe gerade so viel Gänsehaut gekriegt mit den ganzen Lämpchen, das sah so toll aus. Ja, wir
Beide sind eigentlich jetzt schon durch und hoffen, wir haben euch ein klein wenig, ja, soll ich sagen, alles vergessen lassen. Schaut einfach alle nach vorne und das Wichtigste, was wir im Leben brauchen, Gesundheit. Und wir hoffen, dass wir alle diesen unsichtbaren Feind bald nicht mehr haben werden und dass es für uns alle bergauf geht und davon bin ich überzeugt. Und deswegen verabschieden wir uns von euch mit einem Welthit, sag ich einfach. Und zwar wollen wir nicht nur traurig sein, sondern nein, wir sagen ganz einfach, danke für die Musik. Das meinen wir jetzt nicht für unsere Musik, sondern ganz einfach, danke, dass es Weltkünstler gibt, die uns diese Melodien geschaffen haben. Und damit möchten wir uns von euch verabschieden. Und da heißt es einfach, Thank You for the Music, ein Titel, den ihr alle kennt. I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in honesty, what life would be without a silence? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Did you sing long before I could talk? And I often wondered, how did it all start? Who found out that nothing can capture a heart like a melody can? Well, whoever it was, I'm a fan. So I say thank you for the music, the song. Dankeschön.
Ja, wir wünschen euch nun noch einen wunderschönen Abend. Bleibt alle gesund und es ist das Wichtigste. Ich weiß, es ist verdammt schwierig, mit diesen Entbehrungen zu leben. Aber wie gesagt, wir haben uns hoffentlich auch mit unserem Text ein bisschen Mut gemacht und macht euch wirklich Gedanken. Was macht ihr als erstes? Fahrt ihr zu Oma, hier die Kleine, ne? Wahrscheinlich, ne? Zu Oma und zum Opa fahren, ne? Mama und Papa sind ja da, ne? Und ihr freut euch auch, wenn ihr eure Eltern wahrscheinlich wieder seht. Und wir sehen uns vielleicht auch irgendwann, irgendwo mal wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss, Goodbye, aber vielleicht für uns wäre es etwas ganz Besonderes. Wir kommen und wir machen das wirklich kostenlos. Wir wollen nichts dafür haben. Aber uns würde sehr, sehr freuen, wenn ihr auf Deluxe Hoch 2 bei Google einfach eingeben, Deluxe Hoch 2, und dann kommt ihr oder seht ihr Facebook, wir haben eine öffentliche Seite. Wenn ihr uns einen Daumen schenken würde, das wäre für uns mehr als alles andere. Wie gesagt, damit wir auch vielleicht eine kleine Frequenz haben, dass wir beide alles richtig machen. Wir fahren durch die Gegend und möchten Menschen glücklich machen. Und ihr würdet uns mit einem kleinen Daumen sehr, sehr glücklich machen. In dem Sinne sagen wir alle, bleibt gesund, das sagt die Nancy und meine Wenigkeit der Jürgen. Und wir sagen unser letztes Wort, das heißt meistens immer wieder Tschüss! Zugabe! 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 Okay. Ich habe ein besonders Lieblingslied und ich weiß, dass unser Gregor, für den wir ja heute hergekommen sind, also könnt ihr übrigens dem Gregor hier vorne, wie gesagt, verdanken, ein Lied von der Nancy unheimlich liebt, das weiß ich. Dankeschön. Bei dem Titel geht es ganz einfach um das, was wir jetzt im Moment brauchen, nämlich Liebe. Und diese Liebe, wie gesagt, singt sie hervorragend mit einem Titel von Whitney Houston, nämlich I Will Always Love You. Und dabei wünschen wir euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Und dann sind wir wirklich weg. Also wie gesagt, wir geben kein Konzert, aber den Titel, weil ihr so lieb und laut Zugabe gerufen habt, den machen wir jetzt noch für euch. Viel Spaß. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
Dankeschön. Vielen Dank. Ja. So, damit beenden wir das Ganze jetzt hier. Wir wünschen euch nochmals ein wiederholtes Mal, und ich glaube, man kann es nicht oft genug wünschen, viel, viel Gesundheit und bleibt alle gesund. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal irgendwo wieder. Bis dahin sagt Deluxe Hoch 2 zum zweiten Mal, das haben wir auch noch nicht so oft gemacht. Ne? Unser letztes Wort an euch. Dankeschön, und das Ganze heißt einfach bei uns Tschüss! Gute Nacht! Richtig wahrgenommen, aber der Gregor hat gefragt, ob er auch hier noch ein oder zwei Lieder singen könnte. Und er sagte, er möchte gerne noch zwei Lieder für euch singen. Und deswegen geben wir ihm jetzt noch ein Mikrofon. Also wer noch nicht genug hat, der darf jetzt den Wolfgang Hildebrand auch noch erleben. Okay. Like a bridge over trouble.
Ich möchte mich bei Jürgen bedanken, dass er das macht. Wir hatten da eben so ein bisschen, war das nicht ganz klar gewesen. Jetzt kriege ich nur noch einen, dann haben wir euch auch ab. Nummer eins. Nochmal vielen Dank, Jürgen, nee, kein dass Thema. Ich das machen darf. Ja, wir machen das eigentlich nie länger wie eine halbe Stunde. Das habe ich am Anfang ja auch gesagt. Genau. Ne? So, deswegen, also wir wollen das eigentlich auch einhalten, weil du kennst das ja selber. Ne? Okay, welcher Titel? Den Nummer eins. So, und dann wünsche ich uns noch einen schönen Abend. Nochmal danke. Find the sunshines most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow and the rains are low, but you know I keep thinking about making my way back. I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. It's fine, but it ain't home. New York's on, but it ain't mine no more. I am a sail to no one there. In time lost, and I can't even say why. Schön, dass ihr da wart und mal danke an Jürgen und seine wunderbare Begleitung. Und ich hoffe, dass bald alles vorbeigeht. Und danke, lieber Gregor, für die Einladung. I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between the shores. LA's fine, but it ain't home. New York's on, but it ain't mine no more. I am a sail to no one there. In time lost, and I can't even say why I am a saint to no one there. In time lost, and I can't even say why. Schön zusammen. Nochmal vielen Dank, dass ich hier drüber singen durfte. Tschö.
Tschüss.